Sieger zwischen den DMV White Tigers Siedenbergen und der Gastmannschaft, dem MC Nordstern Stralsund. Im Rahmenprogramm haben wir spannende Gespannrennen. Und wir begrüßen jetzt die beiden Teams und werden Ihnen die gleiche im Einzelnen vorstellen. Außerdem erwarten wir auch die Seitenbahn hier auf der Bahn, die wollen wir Ihnen natürlich auch vorstellen und begrüßen. Hier sehen wir die Fahrer des NC Nordstern. Ne, sehen wir nicht. Wir sehen die Gespanne, genau. Wir haben ihre Seitenbahn im Fahrerlager gelassen. Dabei höre ich gerade hier auf dem ersten Fahrzeug. Die werden wir Ihnen gleich vorstellen. Und jetzt kommt reingefahren die DMV White Tigers. Also wenn ich auch gar nicht mehr so gut bin, dann ist es schon wieder zwischen den Jahren, dann ist es Motorrad wichtig. Und dann der amtierende deutsche Meister und dritte der EM 2017, Nummer 1 dabei, Markus Venus und Markus Weiß. Ich bin nicht alles so cool auf. Ja, und ich gehe mal ab zu Thomas. Zum Beispiel in Waves machen Sie das auf dem Fußballstadion. Ja, danke, Rüdiger. Und ich mache weiter mit den beiden Bundesliga-Teams. Heute geht es darum, den Tabellenkeller zu verlassen für die DMV White Tigers oder für die Nordsterne aus Stralsund. Und wir beginnen mit den Gästen aus Stralsund. Der Teammanager ist Herr Clemens Sommer. Auf der Ausländerposition Start Nummer 11, ein Fahrer aus der Tschechischen Republik aus Prag. 22 Jahre jung, Jenek Pollo. Mit der Startnummer 12, ein Mecklenburger, Start
Klatsche für die Vorkommen. 20 Jahre Jungs, bevor die Musik los. Lebt jetzt in Dänemark. Dominik Möser. Mit der Stadt Nummer 13, einer der besten deutschen Speedgitarren seit Jahren auf Klassenbeinen Vorkommen. 30 Jahre Jungs, Tobias Busch. Aus der Hauptstadt Berlin, 32 Jahre, ein ganz erfahrener Mann, Matze Barth. Mit der Nummer 15, Vorstandsmitglied im MSC, Meißen, Heuselstadt und der Königliche Straße, 39 Jahre jung, Bobby Weiss. Und auf der Fahrer mit der Nummer 16 ist ein Sachse, kommt aus Meißen, 19 Jahre jung, Richard Geier. Mannschaft der DMV White Tigers. Ist Dimitri Tschatschin, der ehemalige Eisspeedway Grand Prix Fahrer. Und mit der Nummer 1, der Fahrer auf der Ausländerposition, kommt aus Dänemark. 29 Jahre alt, aus Fredericia, Patrick Hogarth. Mit der Startnummer 2 auf der U21 Ausländerposition der Tigers. Er kommt aus Norwich in Großbritannien, war U21 Europameister, ist Mitglied der Nations-Mannschaft von Großbritannien, startet in Cardiff mit der Wildcard im Grand Prix. 20 Jahre jung, Robert Lambert. Mit der Startnummer 3, der Kapitän der Tigers, 20 Jahre jung, in Großbritannien, aus Großbritannien kommen seine Eltern. Er wohnt in Vilsheim in Bayern, war deutscher Juniorenmeister 2017, Daniel Spiller. Mit der Nummer 4, schon lange erfolgreich mit dabei, 26 Jahre jung, aus Niedersachsen, aus Emsteck, René Dillens. Mit der Startnummer 5 aus Mecklenburg, er kommt aus Güstrow, 21 Jahre jung, Hannes Gast. Mit der Startnummer 6 aus Homberg im Schwarzwald, ebenfalls 21 Jahre alt, David Pfeffer. Und mit der Startnummer 7 aus Neukirch in Tettnang, ein junges Talent auf der Speedwaybahn, Marius Hillebrand. So, das sind sie, das waren sie, die beiden Teams, die hier in 14 Läufen heute möglichst die zwei Matchpunkte für sich entscheiden wollen und dann am Gegner vorbeiziehen wollen. Ich würde sagen, in spätestens 5 Minuten geht's los mit dem ersten Rennlauf. Hallo an alle, die es heute leider nicht hierher schaffen konnten. Mal hoffen, dass wir heute gewinnen können und schöne Grüße. Wir sehen uns. Brick Girls hier und die Nummer Girls, die bereitstehen für die Fahrer im roten Helm, für Jenning Hoho im weißen Helm. Rot und Schild haben Sie.
müssen. Yeah.
war ein inkorrekter Start, ein Frühstart, verursacht durch die Helmfarbe Rot, René Devens. René Devens erhält dafür eine Verwarnung. Der Start wird sofort wiederholt mit allen vier Fahrern. Thank you.
Das wird super, ey!
Tobias Busch, wie zu melden. Lauter Weiß, ich mach mich nicht aus, ich mach mich nicht aus.